Do you remember why? For the 11th time, should I remind you? Even if I'm going places, know that never changes the way I feel about you. Hey, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Live Deep Talk. Heute mit mir an diesem sehr, sehr stürmischen Tag. Ich weiß nicht, wie es bei euch gerade ist. Die Sonne scheint, aber es geht wirklich ein Wind und bläst einem alles um die Ohren. Und ich dachte mir, ich sehe das als Omen, dass ich heute mit euch gemeinsam mein Comeback feiere. So cool, dass ihr da seid. Silvia schreibt schon, ich bin dabei, Ton und Bild super. Oh, danke schön. Vielen, vielen Dank für das Feedback. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und vielleicht kannst du ja direkt dir auch Zeit nehmen für diesen Live-Deep-Talk, den ich heute mit dir gerne hier führen möchte. Es wird um die aktuellsten Channeling-Botschaften gehen. Es wird um mich auch ein bisschen gehen und auch darum, was kollektiv gesehen im Moment so in der Luft schwirrt und auch vielleicht dich belastet, blockiert, hemmt, vielleicht sogar dich erdrückt. Und gestern habe ich eine kleine Umfrage gestartet hier auf Instagram und ich möchte mich an dieser Stelle bei jedem Einzelnen von euch bedanken. Danke für das Feedback, das ihr mir gegeben habt. Und es war unfassbar, was für Parallelen ihr da erwähnt habt. Und die Themen haben sich überschnitten und zum Teil auch wirklich so meine eigenen Themen reflektiert, die ich in den vergangenen Wochen hatte. Und ja, ich habe mich rar gemacht, wieso, weshalb, was da los war und was Comeback bedeutet, all das werde ich natürlich jetzt gleich hier aufklären. Aber bevor ich das mache, möchte ich mal hier mit euch ein bisschen quatschen. Wie geht's euch? Wo seid ihr gerade? Könnt ihr euch direkt hier dieses Live-Video anschauen? Wahrscheinlich die jetzt gerade dabei sind. Ja, gebt mir doch mal gerne ein Lebenszeichen. Danke für die ganzen Herzchen. Habt ihr mich vermisst? Seid mal ganz ehrlich. So cool, meine Mama ist auch dabei. Mama, ich habe extra für dich diese Frisur gemacht, weil meine Mama liebt diese Frisur an mir. Und ich dachte mir, okay, ich mache hier heute mal einen Gefallen. Aus Zürich ist da die Claudia mit dabei und die nächste Claudia auch aus Zürich. Das ist sehr spannend. So cool, liege im Bett, auch cool. Lass es dir gut gehen und hier schreiben jetzt auch einige, ja, natürlich haben wir dich vermisst. Ja, cool, auf jeden Fall. Danke, meine Lieben. Also, der Monat Januar und auch der Monat Februar sind für mich seit vielen, vielen Jahren so diese Rückzugsmonate gewesen. Dass ich mich in diesen Monaten eher zurückziehe und wirklich nach innen gehe und reflektiere, was so in mir abgeht und was passiert. Auch das gesamte Jahr Revue passieren lasse. Das ist so, eigentlich hat es fast schon Tradition. Doch dieses Jahr, was in diesen vergangenen Wochen auch innerlich in mir aufgeploppt ist, war für mich einmalig. Ich hatte das letzte Mal so eine starke innere Aufruhr, vielleicht so vor ungefähr 10 Jahren oder 12 Jahren. Und seitdem hatte ich eigentlich diese Monate Januar und Februar relativ, ich sage jetzt mal, sanft durchlaufen. Ich habe immer gemerkt, dass so alte Themen hochgeploppt sind, aber dieses Jahr war es heftig. Und ich weiß, es wurde auch zum Teil ja vorausgesagt und in den Channeling-Botschaften war das immer eins von den Informationen, die immer wieder kamen, dass alte Themen aufploppen werden, dass wir nicht überrascht sein sollen, dass wir uns nicht überrennen lassen sollen. Und wisst ihr, viele von euch denken sich vielleicht, ah ja, die Baha, die ist ja selber Coach und macht diese Sachen schon seit vielen, vielen Jahren. Sie selbst wird ja da gar keine Themen mehr haben. Ich muss dich dahingehend enttäuschen. Es ist definitiv so, dass ich immer wieder auch an dieselben Themen herankomme und da auch für mich auch immer wieder wachsen darf. Und in den letzten Wochen hatte ich so ein bisschen, wie soll ich sagen, natürlich speichere ich dieses Live ab, da fragt jemand. Ich hatte die Nase voll von mir selbst. Ich hatte keinen Bock, mich reden zu hören. Ich hatte keinen Bock, mich zu zeigen und ich
Ich wäre am liebsten, und das habe ich die vergangenen Jahre immer wieder gemacht, auf irgendeine Insel oder in irgendein Kloster, einfach die Fenster dicht machen, niemanden sehen, niemanden hören, scheiß auf Social Media, scheiß auf Instagram, bitte nimmt das nicht persönlich, aber ich hatte irgendwie wirklich die Nase voll. Und ich teile das mit dir, um auch meine Verwundbarkeit auch hier zu zeigen und dir klarzumachen, dass das vollkommen menschlich ist und dass es diese Zeiten geben darf und vielleicht sogar geben muss, damit wir uns wieder neu ordnen, damit wir eine innere, neue, höhere Ordnung auch in uns selbst herstellen. Und mich würde es jetzt mal wundern, beziehungsweise ich würde gerne mal von euch wissen, wem ging es denn auch so ähnlich in den vergangenen Wochen? Da schreibt schon jemand, ja, sowas, so erging es mir letzte Woche. Es berührt so, dass du ehrlich bist. Danke von Herzen, schreibt da jemand sehr, sehr gerne. Ist das nicht auch mal heilvoll, die Fenster dicht zu machen? Absolut, ich sehe das ganz genauso wie du, meine Liebe. Genauso geht es mir auch. Danke, dass du das teilst, schreibt nach die Dani. Mir geht es gerade ganz genauso. Ja, und wie gesagt, ihr habt mir wundervolles Feedback gegeben und ganz viele Menschen haben von dieser Identitätskrise gesprochen, von der Sinn Krise gesprochen, dann auch diese innere Zerrissenheit, destruktive Selbstgespräche, auch negative Energien, die einen einnehmen und all das wird auch Thema von diesem Live-Video hier heute werden. Mir, ich will keine Termine. Oh ja, Anfang März ging es mir auch so. Anfang März, ich glaube Anfang Februar meinst du, meine Liebe, März sind wir noch nicht, oder? Ja, genau so war es die letzten Wochen bei mir auch. Mir ging es ähnlich. Also nochmal zurück zu den letzten Wochen, wo ich wirklich die Nase voll von mir hatte und ich hatte einfach keinen Bock, meine Stimme zu hören. Ich hatte keinen Bock, mein Gesicht zu sehen. Ich hatte einfach gar keine Lust. Und klar, der Alltag geht weiter und ihr wisst ja, ich bin jemand, ich bin sehr, sehr diszipliniert und sehr strukturiert in meinem Alltag und das hat mir so meinen Arsch gerettet auf gut Deutsch, weil ich trotzdem natürlich meine Meditationen gemacht habe, mein Yoga gemacht habe, meinen Sport gemacht und das hat mich immer wieder auch zurückgebracht auf die Spur. Aber so in diesen Momenten, wo es ganz still wurde und ich habe wirklich auch digitales Fasten gemacht, ich war sehr, sehr wenig an meinem Handy. Und so in diesen Momenten, wo es still wurde, habe ich so gemerkt, dass es in mir immer noch viele, viele Themen gibt, die mir wehtun, die mich an vergangene Situationen erinnern und die gleichzeitig auch gewisse Potenziale und Talente von mir eingekapselt haben. Und mein Comeback heute mit diesem Live-Video, hier möchte ich eigentlich mit dir all die Dinge teilen, die ich in den letzten Wochen für mich erkannt habe. Und darüber hinaus haben Jeffrey und ich Anfang Februar ein Channeling durchgeführt, das extrem spannend war. Viele Dinge haben wir daraus auch für unser Lifeforce-Event dann auch verwendet. Aber ganz viele Dinge habe ich noch gar nicht veröffentlicht, noch gar nicht mit der Welt geteilt. Und du wirst die erste Person sozusagen sein. Ihr seid die Ersten, die davon jetzt erfahren werden. Und das sind Informationen, die auch viele Informationen, die schon in der Energievorschau veröffentlicht wurden, decken, aber auch noch ergänzen. Ich werde auf das Thema parasitäre Energien eingehen, weil das war ja so ein Punkt, den ich angesprochen habe bei der Energievorschau, aber ich bin nicht zu tief eingetaucht, weil mir auch dahingehend die Informationen gefehlt haben. Aber ja, so sieht's aus, meine Lieben. Findet ihr das spannend? Ist das cool? Hast du dir irgendeinen? Oh, danke, schreibt da jemand. Und da kommen die Herzchen. Wie cool. Bin sehr gespannt. Also, mein Lieben, ich trinke auf euch mein Wasser mit Zitrone. So. Der erste Punkt, auf den ich hier eingehen möchte, ist das Thema Identitätskrise. Etwas, was im Channeling durchkam und die Entitäten, die Wesenheiten, mit denen wir gesprochen haben, die stammen von einer anderen Version der Erde, die weiterentwickelt ist, höher entwickelt ist. Und diese Menschen von dort, die sprachen davon, dass sie nicht eingesperrt und nicht gefangen sind in ihrer Identität, so wie wir das hier auf der Erde sind.
Und das war eins von den ersten Botschaften beziehungsweise auch Aussagen, die ganz, ganz viel mit mir gemacht haben und ganz viel auch an Entwicklungsschmerz getriggert haben. Denn mir wurde bewusst, dass das Konstrukt Baha Yilmaz, dass das auch sehr, sehr viele Grenzen mit einschließt. Jeder Mensch, mit dem ich in Kontakt trete, bewusst oder unbewusst, direkt oder indirekt hier über Videos, Podcasts, über meine Bücher etc., jeder Mensch sieht etwas in mir. Und mit der Zeit sammelt sich das an und es wird zu einer gewissen Bewusstseinsgrenze für dieses Hologramm Baha Yilmaz. Und ich habe mich dann irgendwann gefragt, wenn man all das mal wegnehmen würde, was du in mir siehst, was ich über all die Jahre hinweg auch an Identität aufgebaut habe, wenn man all das mal entfernen würde, was bleibt dann noch von mir übrig? Und ich habe mich ganz intensiv mit diesen Fragen beschäftigt. Und es gibt diesen Teil in uns, den gibt es in dir, in mir, in uns allen, der unberührt bleibt von jeglicher Art von Projektion, von unserer Vergangenheit, von unserer Gegenwart, Zukunft etc. Und ich habe diesen Teil gespürt, der komplett neutral ist, der ganz roh ist, der sehr menschlich ist, der auch verletzlich ist. Und ich habe mich immer wieder mit diesem Teil verbunden. Und auch das ist etwas, was ich dir wärmstens ans Herz legen würde. Wow, wir sind hier über 500 Menschen, habe ich gar nicht mitbekommen. Woher kommt ihr denn alle auf einmal? So cool, schön, dass ihr da seid, meine Lieben. Ja, und ich habe gemerkt, dass ich das in meinem Alltag vergangenen Jahres habe ich das wirklich, wirklich vernachlässigt. Ich habe mir zu selten die Frage gestellt, wenn ich all das mal aus der Gleichung entferne, was ich tue, was ich lebe, was ich darstelle, was dann letzten Endes von mir übrig bleibt. Und diese Frage hat ganz, ganz viel Positives auch ausgelöst. Und etwas, was im Channeling auch durchkam, ist, dass wir in den ersten Monaten dieses Jahres, wenn wir nicht an unserer Mitte arbeiten und an unserer Erdung und an unserer Kraft arbeiten, dass es passieren kann, dass es zu einem seelischen Informationsverlust kommt. Was bedeutet das? Wenn du dich zu stark auf die Rollen, die Masken, auf deine Identität versteifst, wenn du nur noch das bist, was andere in dir sehen oder was du an Person und an Hologramm herangezüchtet hast, dann wirst du nach und nach über die Jahre hinweg seelische Informationen verlieren. Und ich weiß, das klingt sehr, sehr, ja, es klingt fast schon brutal und es tut weh, das zu hören. Aber ich glaube, dass es zum Teil in diesen Channelings nicht nur darum geht, dass wir schöne Sachen hören, sondern Dinge, die uns aufwecken. Und das hat mich absolut aufgeweckt. Weil wenn wir zu stark nur auf diese Dinge fokussiert sind und unser Augenmerk zu stark auf das richten, was wir von uns kennen, wissen, hören, was andere auf uns projizieren, dann vergessen wir, was wir ganz, ganz tief in den verborgenen Schichten unserer Seele sind. Wir verlernen es ein Stück weit, wir selbst zu sein und beginnen uns komplett aufzulösen in diesem Gefängnis Identität. Und wie wäre es, wenn wir Schritt für Schritt gemeinsam eine neue Erde erschaffen, in der wir immer noch eine gewisse Persönlichkeit natürlich verkörpern, eine Identität leben, aber uns davon nicht mehr eingrenzen lassen und uns selbst immer wieder neu erfinden, erforschen, uns immer wieder herausfordern und vor allem auch gegenüber unseren Mitmenschen das performen und ihnen ein Stück weit es auch beibringen, in Anführungszeichen, dass sie in uns mehr sehen als das, was sie von uns glauben. Ganz häufig passiert es, dass wir zu dem Menschen werden,
die andere in uns sehen wollen. Doch was ist mit dem Mensch, der aus deiner seelischen Kraft heraus sich entfalten möchte? Könnte es passieren, dass wenn diese tiefe seelische Ausdruck in dir, diese Einzigartigkeit, wenn die nicht gelebt wird, wenn die nicht gesehen wird, wenn die nicht zelebriert wird, zumindest von dir, dass sie dann einfach verloren geht? Das ist seelischer Informationsverlust. Wenn Menschen degenerativ altern, wenn sie sich selbst aufgeben, wenn sie nichts mehr im Leben haben, das ihnen Lebenstrieb oder Lebensantrieb gibt, dann passiert dieser seelische Informationsverlust und es kann zu Alzheimer, zu Demenz kommen. Es kann zu einem sehr, sehr starken mentalen Verfall und körperlichen Verfall natürlich kommen. Und es gibt dann immer wieder Menschen, die bis ins hohe Alter hinein immer noch am Leben festhalten, sich immer noch weiterentwickeln. Und bei diesen Menschen passiert das nicht. Und was aktuell stattfindet auf unserer Erde, ist, dass unabhängig vom Alter dieser seelische Informationsverlust eine gewisse Gefährdung für uns und für unser seelisches Potenzial darstellt. So. Du könntest jetzt natürlich denken, mein Gott, das ist ja voll blöd. Wieso ist dieser energetische Trend da? Wieso will man uns das antun? Das haben wir alle mitverschuldet, meine Lieben. Etwas, was nicht gelebt wird, wird irgendwann abgebaut. Etwas, was du nicht wirklich pflegst, was du nicht wirklich umsorgst, wirst du verlieren. Und das gilt nicht nur für körperliche Aspekte, wie zum Beispiel deine Muskulatur, sondern auch für seelische Aspekte. Und vielleicht denkst du jetzt, aber wie mache ich das denn bloß, dass ich meine seelischen Aspekte wieder lebe und wieder aktiviere? Etwas, was ich bereits schon gesagt habe, ist meiner Meinung nach der wichtigste Punkt, dass du diese ganz rigiden Rollen und Masken, die du antrainiert hast, hinterfragst, dass du sie über Bord wirfst und dass du diesen Sprung ins Unbekannte beginnst in dein Herz zu lassen. Weil ich glaube, wir spüren es alle. Egal, was gerade auf dieser Erde passiert, alles drängt uns dazu, uns neu zu definieren, uns zu hinterfragen und ein ganz neues Bewusstsein einzuleiten. Wie schön, dass ihr alle da seid, meine Lieben. 560 Menschen, wie cool. Also, ich gehe jetzt mal weiter. Ich habe mir einige Notizen gemacht zu dem heutigen Live-Video, weil es so viel gibt, was ich mit euch teilen möchte. Etwas, was auch noch spannend sein könnte, um diese Identitätskrise für dich zu bewältigen, ist, dass du das Leben als einen Weg siehst, dein Potenzial aufzuwecken. Viele Menschen sehen in dem Leben etwas, was sie erleben, um etwas zu beschützen. Ihre aktuelle Identität, ihre Familie, ihre Kinder, ihre Vergangenheit, ihr Geld, ihr Besitz, was auch immer. So verbringen die meisten Menschen ihr Leben. Sie denken, ich bin am Leben, um beschützen zu können, um behalten zu können, um mich ja nicht verändern zu müssen, um auch in dieser Komfortzone feststecken zu können. Und die ultimative Unterbrechung ist ja die ganze Corona-Geschichte, oder? Wir werden alle unterbrochen, wir werden alle gezwungen, dass wir das, was wir als richtig erachten und als gut erachten, hinterfragen. Das heißt, versuch mal für dich umzudenken und sieh im Leben die Chance für dich, dein Potenzial aufzuwecken, dein Potenzial
zu erforschen und herauszufinden, was in dir steckt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es einige unter euch gibt, die sich denken, Bahar, ich habe das schon so oft gehört, Potenzial aufdecken und Potenzial finden. Ich kann das nicht, ich verstehe das nicht, was soll das genau bedeuten? Ich weiß, dass es so mittlerweile zu einem Trendslogan geworden ist, oder? Oder zu einer Marketingmasche, irgendwie Potenzial aufwecken und jeder ist voll gehypt und so weiter. Aber keiner weiß so wirklich, was das bedeutet. Immer wenn du in deinem Leben etwas tust, was sich für den ersten Moment unangenehm anfühlt und dir sogar ein bisschen Angst macht, aber gleichzeitig diese Abenteuerlust in deinem Herzen weckt, das sind die Momente, in denen dein Potenzial getriggert wird. Und vielleicht ist es komplett konträr zu dem, von dem du ausgegangen bist. Vielleicht dachtest du dir, ja, mein Potenzial, das wird immer dann wach, wenn es mir leicht von der Hand geht oder wenn ich mich gut fühle, wenn ich glücklich und erfüllt bin. No, no, no. Ich bin der Meinung, dass glücklich und erfüllt sein erst viel, viel später kommt. Dein Potenzial wird erst dann getriggert und erwacht dann zu leben, wenn es gebraucht wird. Das heißt, ganz bewusst sich auf Situationen auszusetzen, die für dich unsicher sind, die waghalsig sind, die Mut erfordern. Das sind die Momente, in denen dein Potenzial geweckt wird. So, jetzt stehen wir aber vor einem großen, großen Problem. Und das Problem ist, dass die meisten von uns süchtig sind nach Sicherheit, Komfort und dem kurzfristigen und schnellen Gefühl von Macht und Kontrolle. Komfort, Sicherheit und Kontrolle. Komfort, Sicherheit und Kontrolle. Komfort, Sicherheit und Kontrolle. Komfort, Sicherheit und Kontrolle. Alle drei ab in die Tonne. Wenn du dich verändern möchtest, wenn du wirklich dein Potenzial triggern möchtest, dann musst du an dieser Sucht arbeiten. Kontrolle, Komfort, Sicherheit. Ich werde auf diese drei Punkte nochmal eingehen. Da schreibt schon jemand, oder fühle ich mich jetzt etwas erwischt, ertappt? Wisst ihr, wir haben ja alle diesen Teil. Hallo, ich habe ihn auch. Und das ist vollkommen normal und es gehört auch zu unserem Überlebensinstinkt. Aber wenn wir nur aus diesen Intentionen und Motiven heraus leben, dann können wir noch so viele Kurse machen und Bücher lesen und Meditationen machen. Es wird nichts passieren. Dein Potenzial wird nicht um die Ecke kommen und sagen, hey, hier bin ich. Wenn du entspannt auf deinem Meditationskissen sitzt und dir denkst, ja, ich bin Liebe, ich bin Licht, bla bla blub, da wird es nicht kommen. Dein Potenzial ist es scheißegal erstmal. Dein Potenzial rennt eher weg und denkt sich, mei, ist es langweilig. Da passiert ja nichts. Das heißt, dein Potenzial wird dann getriggert, wenn du diesen Sprung wagst. Wenn du weißt, fuck, dieser Sturm, der tobt, er könnte gefährlich werden. Er könnte mich aus meiner Komfortzone locken. Aber ich gehe da rein, um zu erkennen, dass der Sturm, vor dem ich wirklich Angst habe, vor dem ich eine echte Angst habe, dass dieser Sturm ich selbst bin. Und das ist so ein wichtiger Punkt, meine Lieben. Ihr lacht, haha, geil. Ja, ich muss euch ja auch ein bisschen zum Lachen bringen, oder? Wir dürfen das ganze Thema nicht zu bitter ernst nehmen. So, der zweite Punkt, der aktuell sehr, sehr aktiv ist und auch ich habe das in den vergangenen Wochen gespürt, war so dieses Gefühl von innerer Zerrissenheit. Und es hat mich wirklich hin und her gejagt und ich musste feststellen, dass diese ganze Corona-Scheißdreck, diese ganze Corona-Situation, dass die viel mehr mit mir macht, als ich mir eigentlich eingestanden habe. Und ich habe wirklich gemerkt, dass ich so komplett überfragt war und innerlich zerrissen. Und das ist auch eine der Botschaften aus dem Channeling gewesen, dass wir alle einen angeborenen Trieb danach haben, eine perfekte Synergie des Lebens in uns herzustellen.
Und das bedeutet, dass alle Teile in uns mit allen Teilen im Außen kooperieren, sich die Bälle zuschmeißen, es zu einem perfekten Orchester kommt, zu einer perfekten Synergie kommt. Und diese Synergie können wir im Moment nicht erschaffen, oder? Das heißt, wir haben das Gefühl, dass im Außen es so ein penetrierendes, abartiges Rauschen gibt. Und ich weiß nicht, ob du dieses Rauschen hörst. Und es wurde immer wieder als parasitäres Rauschen genannt. Das Rauschen verbunden mit Jammern, mit Ängste, Zweifeln, mit Verfeindungen, mit Spaltung, mit Hass und so weiter. Und dieses parasitäre Rauschen im Außen ist im Moment sehr, sehr stark zu hören. Wie viele von euch können das wahrnehmen? Du sprichst mir aus dem Herzen, schreibt da jemand, das parasitäre Rauschen. Es fehlt aktuell ein Teil, ja, schreibt die Dani. Ja, leider, schreibt da jemand, Daumen hoch, ja. Ihr spürt es, oder? So, und jetzt werde ich mal den Topf hier öffnen zum Thema parasitäre Energien. Und es ist wirklich ein sehr, sehr umfangreiches Thema. Und ich muss mal gucken, wo ich da einsteige und da, wo ich dann wieder aussteige. Weil sonst sitzen wir hier noch einige Stunden gemeinsam. So, parasitäre Energien. Das klingt erstmal sehr, sehr furchteinflößend und abschreckend, oder? Und vielleicht denkst du dir, ist das sowas wie Fremdenergie, Besetzungen? Vielleicht denken ein paar von euch an den Film Exorzismus. Stopp! Das ist alles damit nicht gemeint. Und parasitäre Energien waren von Anfang an Teil unseres Wesens als Menschen. Parasitäre Energien gab es schon immer, wird es wahrscheinlich auch immer geben. Sie sind nicht da, um uns irgendwie klein zu machen, um uns zu zerstören, sondern sie sind ein Gegenpol, der Lebensenergie antreiben kann. Das bedeutet, deine Life Force, deine Lebensenergie würde niemals richtig hochfahren, wenn es nicht diesen Gegenpol der parasitären Energien geben würde. Das heißt, es ist immer so ein Konkurrenzkampf ein bisschen in deinem System. Wer dominiert wen? Und aktuell ist es so, dass das innere und äußere Rauschen für die meisten Menschen, und ich sage nicht für alle, es muss für dich nicht sein, aber für die meisten Menschen ist dieses Rauschen um einiges stärker wie die Life Force bzw. die Lebensenergie, die Lichtenergie in dir. Und das kann auch variieren durch den Tag hindurch. Das kann auch variieren von Phase zu Phase. Und ich hatte in den letzten Wochen definitiv Tage, wo das Rauschen viel, viel stärker war wie alles andere. Und ich habe nur dieses Rauschen wahrgenommen. So. Ich möchte mal einen Vergleich ziehen. Und es ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern auch das stammt aus dem Channeling. Das Thema Zucker. Und ich weiß nicht, wie du zu diesem Thema stehst. Und ich mache jetzt hier einen ganz kleinen Schlenkerer raus zum Thema Ernährung. Dass dieser industrielle Zucker gesundheitsschädlich ist, ich glaube, davon muss ich jetzt keinen von euch überzeugen, oder? Es ist mittlerweile super gut wissenschaftlich belegt. Es ist Fakt, wir wissen es, Zucker ist einfach Gift. Es macht uns abhängig, es zerstört uns, es macht uns krank, es triggert jede Form von degenerativen Prozessen in unserem Körper und vor allem auch in unserem Gehirn. Das ist Zerstörungsmittel Nummer 1 in unserer Welt. So, weiß man. Weiß es die Industrie hinter Zucker, die Zuckerindustrie, weiß sie das, dass das so schädlich ist? Natürlich weiß sie es. So, jetzt könnten wir uns natürlich die Frage stellen, warum gibt es denn immer noch Zucker? Und ich laufe gerade mit einem Glas Cola ins Wohnzimmer. Nein! Es sei dir verziehen, meine Liebe. Es ist nichts Natürliches, schreibt ihr. Was habe ich verpasst? Einiges, meine Liebe, aber ich werde es natürlich speichern und später hochladen. Hab gerade gar keine Lust mehr auf Zucker
und es tut so gut, außer Zucker, pack Zucker und Weizen gerade überhaupt nicht. Ich lege gleich meine Kirschen. Es tut mir leid, meine Lieben, dass ich euch jetzt eure Getränke und so weiter hier ja, nicht mehr so schmackhaft mache. Aber nochmal zurück zum Thema Zucker. Wie gesagt, es geht mir ja gar nicht um Ernährung jetzt an dieser Stelle. Es geht mir um was ganz anderes. Aber ihr werdet gleich verstehen, um was es mir geht. Also, Zucker. Zucker existiert weiterhin, oder? Und ist es überall drin? Wir müssen da wirklich sehr, sehr stark aufpassen. Mein iPad macht da irgendwie ganz komische Dinge. Also bei ganz stark verarbeiteten Dingen und auch, keine Ahnung, bei einem Fruchtjoghurt und so weiter, überall ist ja Zucker drin. Und wir müssen da wirklich auch alle unsere Augen öffnen, unsere physischen Augen, unser drittes Auge und so weiter, damit wir wirklich da auch Bescheid wissen und gucken, was wir dann in unseren Körper lassen und was nicht. So. Fakt ist, Zucker gibt es immer noch. Und die Menschen, die hinter der Zuckerindustrie stehen, die wissen das doch alle, oder? Wahrscheinlich würden die meisten von ihnen diese zuckerhaltigen Dinge nicht mal ihren Kindern geben oder konsumieren sie selbst nicht, weil sie wissen, dass das nicht gut ist. Wieso gibt es denn dann immer noch Zucker? Die Industrie ist nicht daran schuld. Wir Menschen sind daran schuld. Wir, die wir alle Zucker weiterhin konsumieren. So, warum machen wir das? Zucker gibt uns etwas, was andere Lebensmittel uns so in dieser Form nicht so schnell geben können. Und zwar Energie. Sehr schnell zugängliche Energie. Und wenn wir Energie mal gleichsetzen mit Macht, ist gleich Kontrolle. Denkst du vielleicht noch mal an die Dinge, nach denen wir süchtig sind, über die ich ja bereits gesprochen habe, oder? So, evolutionär gesehen gibt uns Zucker auch das Gefühl von, hey, geil, es gibt Kalorien, ich werde den Winter überleben. Hauen wir uns das Zeug rein bis zum geht nicht mehr. Das heißt, es gibt uns eine Form von Sicherheit, oder? So. Das andere, was uns Zucker auch gibt, ist, dass es uns ein Stück weit benebelt, es uns auch abhängig macht und so in so eine komische, lethargische Energie versetzt, in der wir das Gefühl haben, ah ja, ich muss mich nicht verändern. Das ist die Komfortzone. Also, Zucker gibt uns das Gefühl von Kontrolle und Macht. Es gibt uns das Gefühl von Sicherheit. Und es gibt uns auch das Gefühl von Komfort. Und deswegen wird es wahrscheinlich Zucker bis zum Ende der Menschheitsgeschichte geben. Es sei denn, wir beginnen, diese Dinge aus uns heraus zu erschaffen und so zu triggern, dass wir diese Sucht hinter uns lassen und eine ganz neue Form der Sucht vielleicht entwickeln. Die Sucht nach Weiterentwicklung, die Sucht nach Liebe und Mitgefühl, die Sucht nach Abenteuerlust. Die Sucht nach sich selbst neu erfinden, die Sucht nach Wundern oder was auch immer, all das steht dem komplett konträr. Solange es Menschen gibt, die aber diese schnelle Energie wollen und sie nicht anders erzeugen können, wird es weiterhin Zucker geben. Und wir müssen da gar nicht irgendwie nach irgendeiner Verschwörung suchen oder nach irgendwelchen bösen Menschen, die uns böse Dinge antun wollen. Wir wollen das. Was ist der eleganteste und schnellste Weg, diese Zuckerindustrie zu schwächen? Es hilft nichts, in den Supermarkt zu rennen und all diese Dinge hier zu verbannen oder zu verbrennen, weil wenn du das wagst und wenn du das tun möchtest, bist du sehr, sehr gefährlich unterwegs. Denn es wird so viele Menschen geben, die dich aus dem Verkehr ziehen wollen, nur weil du gegen Zucker bist. Es gibt so viele Menschen, die Zucker verteidigen. Die könnten keinen einzigen Tag ohne Zucker leben. Also bitte kommt nicht auf die Idee, so etwas zu tun.
Wie kannst du am besten und einfachsten diese Zuckermafia schwächen, indem du, da schreibt das schon jemand, keinen Zucker mehr konsumierst? Und Stück für Stück lassen wir dieses System dann gemeinsam aushungern. Wieso erzähle ich dir jetzt diesen ganzen Zuckerkrampf? Stell dir vor, dass die parasitären Energien wie Zucker sind oder wie Fast Food sind. Parasitäre Energien sind immer vorhanden, in deinem Inneren, aber auch im Außen. Und wenn du einen kurzen Shot an Bedeutung, Macht, Kraft, Wichtigkeit erleben möchtest, holst du dir die parasitären Energien nach Hause. Du züchtest sie in deinem Inneren. Du konsumierst diesen Zucker sozusagen. Und je öfter du das machst, je öfter du dich an diese parasitären Energien anlehnst und ihnen erlaubst, dass sie dich unterstützen, dass sie dir Kraft geben, je häufiger du das machst, umso häufiger wirst du das dann auch weiter in Zukunft machen. Es wird sich eine Abhängigkeit einstellen. Und du wirst gar nicht mehr wissen, wie es ist, deine eigene Life Force, deine eigene Lebensenergie zu nutzen, weil du so abhängig geworden bist von diesen parasitären Energien. Seht ihr den Zusammenhang? Und wenn man zum Beispiel Zucker konsumiert, täglich über Jahre hinweg, man kann nicht von einem Tag auf den anderen einfach den Zucker weglassen, weil es entsteht ein riesengroßes Loch. Und aktuell ist es so, dass viele Menschen versuchen vielleicht, sich von diesen parasitären Energien zu distanzieren, aber es entsteht dieses riesengroße Loch und sie wissen nicht, womit füllen dieses Loch, weil niemand uns beibringt, unsere Lebensenergie zu aktivieren. Niemand, stimmt nicht ganz, weil Jeff und ich haben ja unser Lifeforce Online-Training erschaffen und dort bringen wir es dir Schritt für Schritt über 9 Module hinweg, über 9 Monate hinweg bei, wie du deine Lebensenergie wieder aktivierst und es nicht mehr zu einer Notwendigkeit für dich wird, diese parasitären Energien zu nutzen. So, lass mich das noch ein bisschen greifbarer machen. Was heißt es, wir lehnen uns an parasitäre Energien an? Das bedeutet, dass in den Momenten, in denen du dich zum Beispiel unsicher fühlst, verletzt fühlst, verwundbar fühlst, irgendwie dich nicht stark fühlst, dass du dann eher zu Energien greifst wie Hass, Ablehnung, Aggression, Wut. Und damit meine ich nicht, dass das was Böses oder Schlechtes ist. Aber ich glaube, du würdest mir zustimmen, wenn ich sage, dass wir in jedem Moment, wo uns das Universum eine Frage stellt, die Wahl darüber haben, wie wir auf das Ganze reagieren wollen. Wir können in jedem Moment entscheiden, was wir sagen wollen, was wir tun wollen. Und aktuell ist es so, dass die meisten Menschen eher diese parasitären, dichten Energien nutzen, wie die Energien von Liebe, Mitgefühl, echter Verwundbarkeit, Mut, Offenheit, Neutralität. Ihr seht jetzt vielleicht so ein bisschen den Zusammenhang. Wieso nutzen wir viel häufiger parasitäre Energien? Überall verfügbar, schnell zugänglich, gibt uns einen kurzen Shot an Energie. Und das tun wir zum Beispiel auch, wenn wir jammern, wenn wir uns beklagen und so weiter. Und ich habe wirklich versucht, in den letzten Wochen so eine Art von Jammerfasten zu machen. Und wenn Menschen mit mir über die ganze Corona-Thematik sprechen wollten, habe ich das versucht, ganz höflich und dezent abzublocken, weil letzten Endes mündet das ja dann immer in Richtung Jammern. Und können wir damit irgendetwas an dieser Situation aktuell verändern? Nein. Also was bringt es uns? Also lieber dieses Jammerfasten machen. Und dir die Frage stellen, wie du daran arbeiten kannst, dass du diese parasitären Energien im Außen nicht noch mehr fütterst. So, und es geht noch ein bisschen weiter und es wird noch interessanter, meine Lieben. Weil es ist so, dass wir ja alle auch Menschen um uns herum haben, oder?
Und sagen wir mal, du badest dich da in deinen schönen parasitären Energien, also schön sind sie nicht, aber in deinen gemütlichen, genau, gemütlichen parasitären Energien und bist da voll auf dieser Frequenz, auf dieser ganz komischen Schwingung unterwegs. Das wird natürlich deine Mitmenschen beeinflussen. Es sei denn, es gibt jemanden in deinem Umfeld, der da bulletproof ist. Also sozusagen, Achtung, nicht wirklich spiritueller Ausdruck, aber so kugelsicher ist. Das heißt, immun ist gegenüber diesen Energien. Immunität gegenüber parasitären Energien kannst du nur erschaffen, wenn du in Kontakt trittst mit deinen eigenen inneren parasitären Energien. Und dir selbst auf der tiefstmöglichen Ebene dafür vergibst, dass du diese parasitären Energien erschaffen hast. So, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, meine Lieben. Wenn wir nämlich da so unbewusst mit dieser Thematik umgehen, werden wir Menschen, die diese Immunität noch nicht haben, und eigentlich sind das fast alle Menschen, werden wir diese Menschen triggern und wir werden ihre parasitären Energien wachküssen. So, und du kannst dir jetzt vorstellen, wie es dann weitergeht. Das schaukelt sich dann auf. Das heißt, je mehr ich mich an meine parasitären Energien anlehne, umso mehr trigger ich deine und du kannst dann durch deine parasitären Energien wieder mich triggern und dann geht es hin und her und es gibt dann kein Ende. Das ist richtig, richtig kacke. Und genau das passiert gerade auch kollektiv gesehen auf unserer Erde, oder? Die Themen, die wiegen sich auf. Es sei denn, wir kehren zurück und spüren mal in uns hinein und stellen uns die Frage, warum wir immer noch uns zu stark an diese Energien anlehnen und wieso wir da nicht kollektiv gesehen endlich erwachsen werden. Und da schreibt jemand schon was zur Schattenarbeit und das ist der nächste Punkt, auf den ich auch hier eingehen wollte. Super, meine Lieben. Wir sind hier connected und es sind jetzt über 612 Menschen live dabei. Schön, dass ihr da seid, meine Lieben. Herzlich willkommen auch an all die, die jetzt zugeschaltet haben, eingeschaltet haben. Ihr seid jetzt mittendrin. Ich würde dir empfehlen, falls du jetzt gerade dazugekommen bist, guck dir am besten die ersten 42 Minuten an, sodass das Gesamtbild dann für dich auch steht. So. Also, zum Thema parasitäre Energien und Schattenarbeit und was da der Unterschied ist, weil es gibt einen Unterschied. Die parasitären Energien, und nehmen wir vielleicht nochmal das Beispiel mit Zucker und nochmal das Beispiel mit der Industrie hinter Zucker. Also, es gibt die Lebensmittelindustrie, es gibt die Menschen, die diese Lebensmittelindustrie natürlich auch ins Leben rufen, aufrechterhalten und so weiter. So, warum machen das diese Menschen, obwohl sie wissen, dass Zucker Kacke ist? Sie machen es wahrscheinlich mitunter aufgrund des Geldes, oder? Es ist ein mega, mega riesengroßes Business und es läuft. Man muss ja nicht mal viel Marketing machen, weil die Menschen sind süchtig danach. Also Zucker zu verkaufen ist wahrscheinlich so eins von den einfachsten Dingen heutzutage, die man sich vorstellen kann. So, und diese Menschen hinter dieser Industrie, die machen das für das Geld. So, und es kann sein, dass das anders ist, aber in den meisten Fällen, wenn Menschen so fragwürdige Wege einschlagen, um finanzielle Mittel anzuhäufen, dann entspringt es immer, immer aus einer inneren Lücke, emotionalen, energetischen Lücke. Wenn wir viel Geld auf dem Konto haben, kann das für einen Teil in uns bedeuten, dass wir viel wert sind. Das heißt, tief in ihrem Innern fühlen sich die meisten Menschen, die hinter dieser Industrie stecken und sie wirklich auch aufrechterhalten, sie fühlen sich wertlos, bedeutungslos. Wertlos und bedeutungslos. Das sind die großen Schattenthemen, die letzten Endes diese ganze Kaskade auslösen und unseren Zucker erschaffen, der dann auf unseren Tellern und in unserem Essen landet. So, nochmal zurück zu parasitären Energien. Wenn du in dir unterdrückte Aspekte hast, wenn du in dir unterdrückte
unterdrückte Vergangenheitsteilchen hast, wenn du gewisse Dinge nicht loslassen konntest, vergeben konntest, dann wirst du immer wieder diese Schattenwelt in dir nähren. Und die Schattenwelt, die repräsentiert eine Art von Inkongruenz in dir. Und je inkongruenter ein Mensch ist, je weniger er in sich geschlossen ist, energetisch und seelisch gesehen, umso anfälliger ist er für parasitäre Energien. Und er produziert sie auch viel, viel mehr. Das heißt, Schattenarbeit, die man nicht macht, kann dazu führen, dass man parasitäre Energien in der Weltgeschichte rumschleudert. Deswegen ist eins von den elegantesten und schönsten Wegen, die eigene Schwingung zu erhöhen, die Schattenarbeit zu machen. Und das ist so eins von, ich würde sagen, vielleicht sogar das wichtigste Thema in diesem Jahr, dass wir dorthin gucken, wo es noch etwas aufzuarbeiten gibt. Und vielleicht hast du das gemerkt, dass in den letzten Wochen die Vergangenheit wachgeküsst wurde. Und alter Schmerz auch wieder an die Oberfläche gekommen ist. Ich weiß nicht, was du getan hast, aber es kann sein, dass du einfach wieder parasitäre Energien genutzt hast. Frustration, Selbstzweifel, Ängste und so weiter, all das dich dominieren hast lassen, um deine Vergangenheit einfach wieder wegzuschieben. Ich glaube, die Vergangenheit komplett loszulassen, ist schlichtweg nicht möglich. Aber du kannst dich jetzt dazu entscheiden, dass etwas wichtiger ist als die Geschichten aus der Vergangenheit. Du kannst dich jetzt dazu entscheiden, etwas anderes als wichtiger zu erachten als die unerledigten Themen aus der Vergangenheit. Und ich möchte ganz ehrlich zu euch sein. Viele Menschen beschäftigen sich mit der Vergangenheit, weil sie ihre Gegenwart zum Kotzen finden. Und es spielt jetzt erstmal gar keine Rolle, was in der Vergangenheit passiert ist. Aber wir haben alle auch diese Teile der Vergangenheit, die schmerzvoll besetzt sind, oder? Und es kann sein, dass deine Gegenwart so zum Kotzen ist für dich. Du hast die Nase voll von deiner Gegenwart. Sie ist vielleicht auch langweilig, bietet keine neuen Möglichkeiten und Chancen, dass du dich die ganze Zeit an die Vergangenheit erinnerst, um Action zu haben. Und ich weiß, das klingt irgendwie total widersprüchlich, aber das ist wirklich eine der größten Erkenntnisse, die ich in den letzten Jahren in meiner Arbeit erzielt habe für mich. Wir Menschen sind die widersprüchlichsten Wesen, die du im Universum finden kannst. Wir tun Dinge nicht aus der Logik heraus. Wir tun Dinge, um andere Dinge zu überleben oder zu überdauern oder zu überqueren, gewisse Dinge hinter uns zu lassen. Das heißt, es könnte sein, dass du in den vergangenen Wochen ganz bewusst das Drama aus der Vergangenheit hast wieder aufköcheln lassen, hast daraus wieder vielleicht irgendeine neue Suppe gekocht und schlürfst so an deiner alten Suppe, weil die Gegenwart, das, was du aktuell erlebst, für dich einfach sinnlos ist, frustrierend ist und weißt du was? Ich kann dir das nicht übel nehmen, weil unsere Leben sind aktuell alles andere als einfach, oder? Die meisten Menschen haben sehr, sehr viel zu kämpfen. Und ich möchte jetzt diesen Livestream nicht dafür nutzen, um über die ganze Situation mich auszukotzen und zu jammern. Aber ich glaube, auch wenn ich nicht explizit darauf eingehe, merkst du und spürst du, wie angepisst ich bin von dieser riesen, von diesem riesengroßen Schlamassel, das wir da gemeinsam erzeugt haben und dass wir dieses ganze Thema persönlich nehmen müssen, das wisst ihr auch, darüber habe ich auch ganz, ganz oft gesprochen, aber die Dimensionen, die das ganze Thema jetzt aktuell erreicht, sind meiner Meinung nach unmenschlich und einfach nur, ja, wie gesagt, Jammerfasten. Also ich steige jetzt da nicht ein, weil sonst wird es hier
bekommt es ja in einem ganz, ganz anderen Ausmaß. Aber ich bin wirklich frustriert. Ich bin wirklich, wirklich angepisst. Und ich plane schon anderweitig an gewissen anderen Projekten, die ich noch secretmäßig halte. Aber ja, die Situation ist für uns alle nicht einfach. Aber ich möchte dich hier bitten. Es gibt zwei verschiedene Exit-Türen aus dieser Situation. Die eine Exit-Tür ist die, die dich in die Vergangenheit zurückkatapultiert. Und die auch ganz viele alte Blockaden, Zweifel, Ängste an die Oberfläche bringen wird. Aber du wirst zumindest aus dieser Situation erstmal rauskommen. Und es ist auch ein Ausgang. Es ist ein Ausgang. Und du musst dich nicht mit dem Hier und Jetzt beschäftigen. So, dann gibt es aber die andere Exit-Tür. Und ich weiß nicht, was hinter dieser Exit-Tür auf dich wartet. Das ist der Sprung ins Unbekannte. Das ist die Tür, die von dir Mut abverlangt und dir eine Frage stellt, bevor sie sich öffnet. Und zwar die Frage ist: Bist du endlich bereit, deine Sucht nach Sicherheit, nach Kontrolle hinter dir zu lassen? Bist du endlich bereit, deine Komfortzone zu verlassen? Und wenn du ja sagst, dann wird sich die Tür öffnen. Und was dahinter liegt, kann ich dir nicht sagen. Aber es ist eine Version von dir und von deinem Leben, die du bis zum heutigen Tag nicht erlaubt hast. Und du kannst dich dort nicht mehr an deine Vergangenheit anlehnen. Du musst es wagen, die Vergangenheit komplett hinter dir zu lassen, um etwas Neues zu erleben. Wie oft passiert es, dass wir die alten Geschichten immer wieder rausziehen aus der Schublade, um uns selbst bemitleiden zu können, um uns selbst besser fühlen zu können, um andere besser beschuldigen zu können? Ich glaube, wir müssen alle mit dieser Sache endlich aufhören. Und vielleicht hast du es gesehen, ich glaube, es ist jetzt schon ein, zwei Wochen her, habe ich einen Post gemacht, so ein kleiner Vergleich, die alte Baha zur jetzigen Baha. Und die alte Baha, die hat mich besucht in den letzten Wochen. Und es war so wichtig, dass ich sie wieder in mein Herz schließe und dass ich sie nicht dafür verurteile, dass sie parasitäre Energien genutzt hat, gegen sich selbst. Und dass ich Dinge getan habe, auf die ich nicht stolz bin, dass ich mir selbst wehgetan habe, dass ich mich selbst sabotiert habe, dass ich mich selbst runtergehungert habe auf nur 42 Kilo, weil ich immer das Gefühl hatte, ich bin nicht gut genug, so wie ich bin. Die alte Bahar, die stand vor der Tür und ich wusste nicht, was ich mit ihr anfangen soll. Ein Teil in mir hätte ihr am liebsten eine geklatscht und gesagt, jetzt reiß dich mal zusammen, was sollte denn der Scheiß? Aber der andere Teil in mir, der hat dominiert und er hatte immenses Mitgefühl mit ihr. Und ich habe ihren Schmerz gesehen und ich habe erkannt, dass sie zu mir gehört und dass ich ihr vieles zu verdanken habe, aber dass es jetzt auch gleichzeitig an der Zeit ist, sie gehen zu lassen und zu sagen, Bahar, ja, das ist deine Geschichte, du hast die oft genug erzählt, du hast die oft genug auch erlebt, aber jetzt schreibst du die Geschichte neu. Ja. Seid ihr noch da, meine Lieben? Geht's euch gut? Gebt mir mein Lebenszeichen. Danke für die ganzen Herzchen. Wie schön. Immer noch knapp 600 Menschen hier live dabei. So, wir knacken jetzt gleich die eine Stunde. Ich muss jetzt hier mal kurz spicken auf meine Unterlagen bzw. Notizen. Genau, um das vielleicht nochmal kurz zusammenzufassen. Wieso nutzen wir diese parasitäre Energie in uns und um uns herum? Weil diese Energien uns sehr schnell Energie liefern, ohne dass wir wahre Stärke leben müssen oder kultivieren müssen. Das heißt, wir fühlen uns machtvoll, obwohl wir es nicht sind. Und das kann süchtig machen, oder? Und das ist exakt das Gleiche auch mit dem Zucker. Wir fühlen Energie, obwohl wir gar nicht, obwohl es keine echte Energie ist. Und je öfter wir diesen Shot uns verpassen, umso unfähiger werden wir auch irgendwann,
Energie aus uns selbst heraus zu produzieren. Diese Unabhängigkeit körperlich, seelisch, emotional von gewissen Lebensmitteln, die für dich zu erschaffen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil vom Lifers Online Training. So, ja, und etwas, was auch noch im Channeling durchkam, was ich sehr, sehr spannend finde, ist, dass wir aktuell eine ganz besondere Phase erleben, und die wird sich jetzt noch ungefähr für 2-3 Wochen ziehen, wo der Charakter, der wahre Charakter eines Menschen sich offenbaren wird. Das Rauschen im Außen wird immer lauter werden. Das heißt, der Sturm draußen wird immer größer werden. Und wir werden nichts anderes mehr sehen, außer parasitäre Energien, dichte Energien. Und das sind die Momente, in denen der wahre Charakter eines Menschen sich offenbaren wird. Wird der Mensch nach parasitären Energien greifen? Oder wird er sagen, nein, egal wie dunkel es ist, egal wie wenig ich das Licht am Ende des Tunnels sehe, ich höre nicht auf, danach zu suchen. Ich werde weitersuchen, bis ich dieses Licht finde, weil es ist da. Es ist unsere Urnatur. Es ist das, woraus das alles gemacht ist. Und viele Menschen sehen im Moment nur das Rauschen, nur die Dunkelheit. Und da stellt sich dann innerlich diese Frage, was für ein Mensch möchtest du sein? Und das ist die Revelation of Character, das heißt die Offenbarung des Charakters. Und das siehst du vielleicht an dir selbst oder auch an deinem Umfeld. Was passiert mit uns, wenn das Rauschen Oberhand gewinnt? Genau. So, der letzte Punkt, auch ein sehr, sehr spannender Punkt, bevor ich hier dieses Live-Video für heute beenden werde, meine Lieben, ist folgender. Ich habe ja davon gesprochen, dass die Vergangenheit wieder an die Oberfläche kommt, dass alte Themen wieder hochkommen, dass, so, jetzt bin ich wieder da. Mein Akku ist gleich leer. Also, dass alte Themen wieder hochploppen. Und dass so diese alten parasitären Energien, die wir vielleicht irgendwann mal gezüchtet haben, dass all das irgendwie an die Oberfläche kommt. Könnt ihr mich noch hören? Ich glaube schon, oder? Weil mein Mikrofon da so komisch blinkt. Also. Und das kann etwas Körperliches auslösen. Und zwar, dass du deine Hüftgelenke spürst. Vielleicht sogar schmerzvoll. Und vor allem nachts. Oh, jetzt hört ihr mich nicht mehr. Ich muss mal schnell schauen. So, meine Lieben, jetzt bin ich hier nochmal zurück. Keine Ahnung, was da mit der Technik los war. Einige von euch haben schon geschrieben, vielleicht war es das Rauschen oder parasitäre Energien. Ich weiß es nicht. Aber ich möchte unbedingt noch diesen letzten Punkt hier abschließen. Es ging nämlich um die Hüftgelenke. Weil es sein kann, dass durch dieses Aufleben der alten Erlebnisse, dass die Hüftgelenke reagieren. Und das kann sich anfühlen wie eine Vibration, aber auch zum Teil wie ein Schmerz, der vor allem nachts entsteht. Wird mich interessieren, ob du das vielleicht auch beobachten konntest von dir. Falls das ein Thema ist bei dir, würde ich dir empfehlen, unbedingt Yoga, Bewegung, die Hüftgelenke mobilisieren, da wirklich nochmal Bewegung reinzubringen. Das könnte ganz, ganz viel verändern. So, normalerweise gibt es ja immer ein episches Ende von jedem Live-Deep-Talk. Leider heute nicht so live, nicht so wirklich direkt live, sondern nur hier in einer Story. Danke an all die Menschen, die live dabei waren. Wenn du Fragen hast zu diesem Live-Talk, dann unbedingt auch hier auf IGTV unter meinem Video kommentieren. Und ja, vielleicht gibt es dazu noch Teil 2 oder sogar Teil 3, weil es gibt sehr, sehr viel zu dem Thema zu sagen. Und ich werde es mal beobachten, wie sich das entwickelt in den kommenden Tagen und Wochen. Und halte euch natürlich auf dem Laufenden.